Da hängt er. Der kann uns schon mal nicht mehr gefährlich gehen in dem Spiel. Apartment Nummer 129, Leute. Sally! Schönen guten Abend zusammen an alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir sind wieder im Indie-Horror-Sonntag angekommen. Und das ist verdammt laut hier, die Musik. Ein bisschen runter die Musik. So, besser ist das. Servus Ines, grüß dich. Direkt mal abgecheckt. Wo kommt das Abo her? Wo kommt das her? Also, Indie-Horror-Sonntag. Apartment Nummer 129 ist es geworden. Wir schauen, jetzt wo ich gerade schon mal hier bin, gucken wir mal hier. Was heißt das alles? Disabled? Ach, Kantenklettung. Achso, ne, da fummel ich nicht dran rum. Texturqualität hoch. Schattenentfernung. Was? Very low. Medium, high, very... Ja komm, Schatten, ah. Machen wir hier mal high. Joa, der Rest, ne? Lass mal so stehen. Ah, Bildrate kann ich hier. Mache ich auf 60 FPS runter für einen sauberen Stream. Aber komm, 120 FPS sollten auch gehen. Sollte der Stream ruckeln, muss ich es runterstellen. Keine Ahnung, manchmal sind die Spiele nicht so gut übersetzt. Hey Miranda, schön, jo, dass du einschaltest. Ja. Vielen lieben Dank für dein Abo. Servus. Hast noch nichts verpasst? Und ja, allgemein, das mal einfach mal alles so, stört mich jetzt noch nicht. Ah, die Sprache vielleicht, ne? Ne, ist ja auf Deutsch. Ist auf Deutsch, cool. Euer Spiel ist auf Deutsch. Und ja, wir starten rein. Was ist das? Um tiefer in die Geschichte einzutauchen, schauen Sie sich auch unser anderes Spiel an. Das könnte man tatsächlich mal notieren. Wenn das Spiel was ist, notieren wir uns das Spiel. Dann kommen Sie noch eine zweite Chance. Und du hast Urlaub, geil. Geil, schön. Und die Woche geiles Wetter gemeldet. Neues Spiel. Warnung, wir sind uns bewusst, dass es im Spiel lange Notizen gibt. Wir müssen das tun, um unsere Geschichte detaillierter und schöner zu erzählen. Also es wird viel gelesen, Leute. Für euch irrelevant, aber ich muss dann ran an die Bulletten. Drücke eine beliebige Taste. Im Jahr 2009 führten zwei junge Mädchen, die in der Wohnung Nummer 129 in Ankara, Türkei wohnten, um Mitternacht. Ja, laut Behauptungen verloren die Mädchen, die im obersten Stockwerk lebten, in jener Nacht auf mysteriöse Weise ihr Leben. Laut den Bewohnern des Apartments gab es in jener Nacht ein sehr starkes Erdbeben. Fenster zerbrachen und Möbel fielen aufgrund der Erschütterungen um. Laut Erdbebenaufzeichnung gab es jedes um diesen Tag... Wie soll man das lesen? Nach diesem Vorfall verließen die Bewohner nach und nach das Apartment. Hausverwalter schloss die Türen ab und verließ das Apartment ebenfalls. Lange Zeit wagte es niemand, das Apartment zu betreten. Diejenigen, die nach dem Vorfall das Apartment betraten, verließen es mit gestörtem Verstand. Diejenigen, die das Apartment betraten, berichteten, dass sie fortan ein Gefühl der Angst verspürten, einen schweren Geruch in dem Gebäude bemerkten, Fenster ohne Einwirkung zerbrachen und Symbole und Schriftzeichen an den Wänden zu sehen waren. Dieser Vorfall hinterließ einen Eindruck des türkischen Medien unter der Schlagzeile Apartment 129 und wurde Teil. Die Geschichte im Spiel ist von einem angeblich echten Vorfall inspiriert. So schnell kann ich den vorlesen, Leute. Sorry. Alo. Emir, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi kuzen, bildiğin gibi videolarla uğraşıyorum ya. Ya ne diyeceğim, babam seni aradı mı? Yo, neden arasın ki amcam? Allah Allah, arayacağım demişti ama unuttu herhalde. Neyse, ben söyleyeyim o zaman. Ne oldu lan? Hani seninle şu aradığımız apartman vardı ya geçen ay. 129 no'lu apartman diyorsun. Babama bir arkadaşı gerçek apartmanın yerini bildiğini söylemiş. Nasıl oğlum? Bina için yıkıldı demişlerdi bize. Kimisi Antalya diyor, kimisi Ankara. Olayın gerçek olup olmadığı bile belli değil. Apartmanda yaşayanlardan biri adamın akrabasıymış oğlum. Neyi yalan söylesin? Süper o zaman. Gidelim röportaj yapalım adamın akrabalarıyla.
Sonuçta bu zamana kadar kimse o apartmanda yaşayanlarla röportaj yapmamıştı. Yalnız bu zamana kadar da kimse apartmana da gitmedi kardeşim. Apartmana gitmek daha iyi değil mi? Tamam, gideriz gitmesini de önce adamla röportaj yapıp gitsek daha iyi değil mi? Belgesel gibi yapmış oluruz. Adam akrabasının bu konu hakkında konuşmak istemediğini söylemiş abi. Yani o iş biraz sıkıntı kardeşim. Bak açması lazım Leute. Ben sana adresi vereyim, sen git bir bak. Röportajı bir şekilde hallederiz abi. Vallahi bilmiyorum. Vallahi. Apartman zaten devlet sırrı gibi saklıyorlar. Git YouTube kanalına çek, koy videoyu. Patlama yapar, manyak mısın ya? Tamam, hadi gel gidelim abi. Abi yok, beni bulaştırma. Bak ben kendi görkemden korkan bir adamım zaten. Ama istiyorsan sen şu adamın akrabasına ulaşmaya çalışırım. Beni yalnız mı bırakacaksın yani? Ne oldu oğlum, sen inançsız değil misin? İnançsız adam korkar mı? Evet, inanmıyorum bu olaylara. Benim için sadece içerikten ibaret bu olaylar. E tamam o zaman kardeşim, korkulacak bir şey yok. Tamam, bu olayları seviyorum ama... Tek başına gidecek kadar da uzun boylu değil. Aber irgendwie geil, die haben sich die Mühe gemacht, das aufzunehmen für ihr Spiel. Bu işin insani varlıkları da var. Tinercisi var, balicisi var. Yani ben nasıl giderim oraya tek başıma? Vallahi Emir, ben seni iyiliğin için söylüyorum kardeşim. Bak, böyle bir video çekip YouTube kanalına koysan patlar. Bak, biriyle gitmek var, bir de tek başıma 129 nolu apartmana gittim demek var. Bir düşün yani. Hangisi daha çok izlenir, bir düşün. Çık git abi, çık git. 2 saat orada olursun zaten yani. Çık bekleme. Stay off of game. Lauf in der Verderben. Ama telefonu kapatmak falan yok ha. Arayacağım seni yani. Arada also in spielen wir dann gleich. Yalnız başıma oraya gideceğim sonuçta. Tamam tamam, merak etme. Irgendwie geil. Ey, die Jungs haben das wirklich, haben sich die Mühe gemacht. So ein kleines Video da für ihr Spiel. Ich find's cool, ich find's sympathisch. So, wir spielen jetzt den Namen des ersten Typs. Des Atheisten. Nee, ich auch nicht, die quatschen zu schnell. Also, irgendwie gab's ja in dieser Wohnung 129, ich weiß, es gab ein Erdbeben und Mädchen, das war so schnell zu... Alter, das war... Ich dachte jetzt, was geht denn jetzt ab? Also, es gab ein Erdbeben irgendwie und, gruselige Dinge, Apartment 129, Tote, ich weiß, dass ich bin nicht hinterhergekommen. Nicht so, dass ich es hätte lesen können. Also war ein bisschen zu schnell alles. So, auf jeden Fall, Apartment 129, geht niemand alleine rein. Außer mir jetzt. Wir tun das für unseren YouTube-Channel. Yeah, YouTube, yeah. Beste. Ja, an alle YouTuber da draußen, hey. Und ja, dann gehen wir mal rein. Daran klicke. Okay, da brauche ich mal keine Mühe zu machen. Und wir sind jetzt auf dem Weg halt in das Apartment, weil unser Freund gesagt hat, los, geh. Geh rein, trau dich. Aha. Ich kann tatsächlich so die Sachen wegholen. Ist schon mal nice. Kann man zwar vielleicht irgendwo eine Treppe bauen. Kann ich springen? Ja, ich kann springen. Mal schauen, ob man damit noch ein paar bisschen Bugfinder spielen können. Später. Später im Verlauf des Spiels. Einen Bug finden wir ja immer, ob wir wollen oder nicht. So. Dann machen wir hier hin. Wunderbar. Keine Ahnung, was da steht. Kein türkischsprachigen bei uns im Chat gerade. Space springen. Och. Ja, wie soll ich... Hä? Ja, so hoch kann ich aber nicht springen. Vielleicht mit Anlauf? Warte mal, Moment. Jetzt geht's schon los. Ich hol mir jetzt einfach so eine Kiste von da. Und die platziere ich dann da vorne. Wenn das wirklich so gedacht war, cool.
Und hep. Ja. Meine Taschenlampe? Nein, haben wir nicht. Wir gehen in ein dunkles Gebäude. Apartment 129 und haben keine Taschenlampe dabei. Oder ich finde den Knopf nicht. Mein Inventory? War auch nicht. Haben wir eine Kamera dabei? Ah. So. Flashlight. App Inventar. Oh. 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 Leute, Gesundheitsanzeige. Taschenlampe. Wir haben Inventar. Es geht hier in Richtung Resident Evil hier. So, und die Taschenlampe kann ich hier auf die 1 legen? Kann ich die irgendwie auf... Ah, Abkürzung. Hä? Nein, noch ein bisschen zu früh, Avatar. Ja, obwohl, der Schuss war nicht schlecht. Abkürzung, Shortcut. Ah. So, dann haben wir die Taschenlampe auf der 1. Bis 4 geht. Glaube ich mal. Taschenlampe an, aus. Brauche ich Batterien? Bestimmt, ne? Ja, klar. Was haben wir noch da? Was ist das? Warum ist das auf Englisch? Ich schieße doch auf. Warum ist das auf Englisch? Ionen? Sprachen, Englisch, Deutsch. Nein, nicht. Ach gut, wir haben ja, ich habe hier den Untertitel gelesen, ey. Ja, aber es ist nicht alles auf Deutsch. Okay, dann ist dann hier Effekte, Fast Drug. Ich denke mal, das ist Medical Oil, ist Heilung. Wie viel das heilt, keine Ahnung. Werden wir früh genug erfahren. Wir haben Batterien. Ich darf nicht so viel Taschenlampe verschwenden. Also kämpfen wir so lange, wie es geht. Ich sehe hier gar nichts. Gehen einfach rein. Wir machen es jetzt einfach. Die Taschenlampe aus, immer schön dran denken. Bin ich hier schon rein? Jetzt noch nach oben. Hä? Hier ist keine Menschenseele. Was ist das hier alles? Haben wir eine Karte? Ne, Karte haben wir nicht. Aber ich habe jetzt Angst, dass ich Loot verpasse, weil wir können tatsächlich looten. Wir müssen alles gucken. In jedes Regal, in jede Ritze. Und zwar schnell, weil sonst die Taschenlampenbatterien ausgehen. Komm ich hier. Bin ich hier drin? Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Da ging es noch hoch. Bin ich irgendwo drin? Muss ich hier überhaupt rein? Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Wir gehen erstmal in den Keller gucken. Ruckelt hier ganz schön. Ich mach mal doch auf 60 FPS runter. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt. Ihr seht ja sowieso nicht mehr wie 60 FPS auf Twitch. Na, könnte am Spiel liegen. Es lädt irgendwas. Keller gleich tot. Ja, denke ich mir auch gerade. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, was genau ich hier mache und was genau ich hier suche. Ich wollte ja in ein Apartment gehen und jetzt bin ich hier. Oh, Batterien. Oh. Batterien. Batterien. Und Munition. Pistolenmunition.
Ey, wir können looten. Okay, das ist schon mal geil. Es wird ein richtiges Resident Evil so ein bisschen, ne? Doch, die ist linear. Also ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumrenne. Es sieht auf jeden Fall nicht so... Das sieht sehr strange aus für ein Gebäude. Na, das ist ein Laboratorium oder so. Ey, kommt richtig gut rüber, das Game. Gab es mal ein Horrorspiel, das genauso aussah und solche Hinterhöfen gespielt hat? Schwierig. Also hier kann man doch nicht lang. Sind wir schon in dem Apartment? Ich komm. Kann die Tür nicht mehr öffnen. Achso, hier bin ich lang, ne? Nee. Hier. Und dann irgendwo hier lang, genau. Es Telefon. Telefon, genau. Welcome to Kowloon, genau. Gut. Also wir kennen uns schon langsam so ein bisschen aus in unserer Community, was Horror Games angeht. Wir können schon langsam ein bisschen klug scheißen. So, hier ist nichts, dann schnell nochmal zurück. Taschenlampe aus. Akku sparen. Ich gehe hier lang. Jetzt müssten wir, glaube ich, wieder in diesem Hinterhof sein. Hier kann ich noch hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ah, das war der Keller, ne? Ich habe keine Ahnung. Interaktion. Sag mal, hier hoch kann ich nicht. Kann ich hier hoch? Wir gehen mal hoch. Was ist jetzt? Okay, mein Handy geht. Wie gehe ich da dran? Wie gehe ich denn da dran? Hallo, vardın mı kızım? Ja, vardım varmasına da. Ich bin angekommen. Ya oğlum, normal tuhaf olması. Sen çekime başladın mı? Çekime esasını aramadın değil mi bu arada? Daha henüz başlamadım çekime ya. Sanki daha önce izlediğim korku filmlerindeki mekanlara benziyor burası. Ürkütücü diyorsun yani. Hayır, ürkütücülüğünden bahsetmiyorum. Ama sanki daha önce filmlerde gördüğüm mekanlara benziyor burası. Sanki farklı bir yer gibi. Nasıl yani? Yani bir Türk apartmanına benzemiyor burası. Daha çok sanki bir Çin apartmanında gibiyim. Böyle bir apartman sanki bir Çin korku filminde görmüştüm ya. Veya bir bilgisayar oyununda. Saçmalama oğlum, hayal mi görüyorsun? Türkiye'de Çin apartmanı ne iş var? Bilmiyorum ya. Daha önce böyle bir apartman... Aus wie ein chinesisches Apartment. Ya da eski bir bina olduğundan ötürü bana öyle geldi. Bilmiyorum. Tabii oğlum, apartman eskiymiş zaten. Sen korkma, çekim yapmaya devam et yani. Ben adama ulaşmaya çalışıyorum. Babamdan numarasını alacağım zaten. Sen korkma. Alo. Ben adama ulaşmaya çalışıyorum. Alo Burak, sesim geliyor mu? Alo. Alo. Und der Ton bricht ab. Geh nach draußen und rufe Burak erneut an. Nix nach draußen, ich will jetzt da hoch. Ich gehe gleich raus. Lass mich erstmal. Ah! Was war das? Ah, das waren einfach nur die Lichtsilhouette hier. Seht ihr das? Von der bin ich aber erschrocken. Hier ist alles verlassen. Kann ich hier Strom anschalten? Nö, ne? Ich rufe den gleich an, aber erstmal.
Wir sind einfach in einer wildfremden Wohnung jetzt gerade. Und ich kann hier alles... Oh, die sind fies. Die kommen fies, Leute. Alle Schränke aufmachen. Schnell mal durch Rush looten. Spendet alles. Der Raum kommt mir auch aus irgendeinem Horrorspiel bekannt vor, das wir gespielt haben. Exakt diesen Raum. Den kenne ich, weil ich mich über die Toilette lustig gemacht habe, weil die so oben war. Könnte sogar Kowloon gewesen sein, ne? Das war ich jetzt nicht. Aber wird wahrscheinlich nicht sein. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Oh, ich erschrecke vor den Spiegelungen die ganze Zeit. Munition nehmen wir mit, Batterien nehmen wir mit. Okay, wir haben 56 Schuss. Aber mich greift uns noch nichts an jetzt. Kann ich speichern? Nö. Das ist cool aufgebaut, das Spiel. Jetzt wirklich. Hätte ich gar nicht gedacht. Die Schränke gehen nicht auf. Vielleicht haben wir hier noch was drin. Wir haben mit dem Klo. Ich lasse hier alle Schränke auf, da wissen wir, dass wir hier schon drin waren. Die gehen nicht auf. Da komm, da gehen wir jetzt raus, rufen unseren Freund an. Wir haben ein bisschen Batterien gelootet. Oh, hier geht's auch noch lang. Ja, komm. Was war das? Ich höre was. Hört ihr das? Ich mache hier ein bisschen lauter für euch. Ich höre was, was ihr nicht hört. Ob es denn den Geist zerstört? Kann ich mich ducken? Hier. Schön gemein, wenn noch nichts im Spiel passiert ist, sind sie am schlimmsten. Wenn ich noch gar nicht weiß, was mich erwartet. So, eh. Nichts drin. Da ist auch nichts. Keine Batterien, keine Munition. Okay, raus. Ja, Leute, jetzt habe ich festgestellt, ich kann looten. Das da wird übel. Nee. Cool. Hier geht's aber noch hoch. Warum geht's denn hier hoch und immer weiter? Oh. Okay, wir rufen erstmal unseren Kollegen an. Ich gehe erstmal nach draußen, den rufen wir jetzt wieder zurück. Das ist die Quest. Und dann gehen wir nach oben zu der Tür mit dem Schädel des Todes. Hätte ich gesagt. Welches Stockwerk sind wir denn jetzt? Ist das hier Keller? Hier ist Keller. Hier geht's raus. Nee, geht's nicht. Wie komme ich denn hier raus? War ich hier schon drin? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier liegt noch Munition. Es ist hier nirgends in den Schränken was drin. Und nachher, wenn ich nicht... Oh. First Aid Kit. Ich nehme alles zurück.
Ich komme ja nicht raus. Da muss ich ja nicht. Da gehe ich jetzt hoch. Je nach draußen. Ja, ich komme nicht raus. Wie soll ich Burak anrufen? Ich komme hier nicht raus. Himmel! Oh, und gerade noch, als ich diese Geister-Silhouette hier sehe. Waren wir hier schon drin? Hier waren wir noch nicht, ne? Geh nach draußen und rufe Burak erneut. Ich komme halt nicht mehr raus, Burak. Tut mir leid. Wir sind schon... Hey, Kamera ist unscharf. Oh, ja, als wenn ich was dafür könnte. Ich hab sie nicht entwickelt. Ich hab sie nur kauf. Oh. Okay. Jetzt wird's skurril. Wir haben einen Haufen Batterien, das ist schon mal gut. Wir sollten uns dann so schnell nicht ausgehen, hoffentlich. Komm weiter. Wie viele Batterien haben wir denn? 8. 8 Stück. Taschenlampe wird etwa. Ich höre was. Oh Gott, ich höre was! Eine neue Batterie rein. Irgendwas ist da drin. Irgendwas ist da drin, Freunde. Ich habe was gehört. Hier komme ich nicht raus. Find den Weg nach draußen nicht mehr. So, hier haben wir alles. Ich muss ja raus, wenn ich meinen Freund anrufen will, aber ich komme nicht raus. Muss ich durch den Keller wieder? Wie komme ich denn hier raus? Ich will jetzt nicht immer durch den ganzen Keller rennen. Bin ich schon nie wieder zurück? Oder hier, hier. Finden Sie etwas, um die Tür von den Wohnungen zu erzwingen. Okay. Der Schlüssel fehlt. Alles klar, dann müssen wir doch wieder zurück. Jetzt geht das Spiel los. Also wir müssen hoch. Oben war ja noch die Tür mit diesem Totenschädel. Hey! Stimmung ist gut momentan, also Feeling. Hier hatten wir alles gelootet. Waren wir überall drin. Bin ich auch gerade ziemlich froh drum. Passiert ist noch nichts. Das wird sich aber vermutlich gleich ändern. Da ist die Tür. Geht's aber noch nach oben. Ja. Die ist es, die Tür. Geh mal rein.